Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Partner unseres neuen Robotik-News-Formats ist Unchained Robotics. Wir sagen vielen herzlichen Dank und Grüße nach Paderborn. Hallo, willkommen in der KW 37. Und das ist das Robotik-Häppchen am Montag. Wichtiger Hinweis: dieser Podcast wurde durch eine KI generiert. Die Links zu allen Themen stehen in den Shownotes. Und jetzt geht es los. Wir fangen an mit ABB. B. Die Schweizer präsentieren eine neue Steuerung. Oder ist das nur ein Update? Omnicore heißt die Entwicklung und ein Branchenbeobachter verriet uns, du kannst quasi eigene Apps mittels webbasierten Programmiersprachen wie beispielsweise Java, HTML5 oder CSS erstellen. Somit können Partner nicht nur eine eigene Bedienoberfläche für die Anlage ohne externes SPS-Equipment aufbauen, sondern auch komplette Applikationen mit komplexen Menüs, beispielsweise für das Palettieren. Und das Ganze halt nicht nur für Cobots, sondern auch für alle Industrieroboter. Das hört sich gut an. Apropos Cobots. Robotic zeigt seine neue Palletizing-Solution X 2030 für 30 Kilogramm. Das Produkt kommt am 13. Juni auf den Markt. Partner ist die Universal Robots. Wer Lust hat, sich das Webinar dazu anzuschauen, der Link ist in den Shownotes. Alle wollen mit NVIDIA arbeiten. BYD Electronics, Siemens, Teradyne Robotics und Intrinsic nutzen die NVIDIA, Isaac Robotics Plattform für autonome Roboterarme, Humanoide und Mobile Robots. Die Ära der Robotik ist angebrochen. Alles, was sich bewegt, wird eines Tages autonom sein, sagte Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia. Wir arbeiten daran, die generative physische KI zu beschleunigen, indem wir den Nvidia Robotics Stack weiterentwickeln, einschließlich Omniverse für Simulationsanwendungen, humanoide Basismodelle und den Jetson Tor Robotic Computer. Mehr in den Shownotes. Krickel, Krackel und das funktioniert sogar. Forscherinnen und Forscher der Stanford University und von Google DeepMind haben mit RT-Sketch ein Modell entwickelt, das Skizzen nutzt, um Roboter zu steuern. Das Gekritzel funktioniert oft besser als Sprachbefehle und realistische Bilder. Wow. Microsoft und Avato wollen das Logistikzentrum revolutionieren. Das Forschungsprojekt Moonshot zielt darauf ab, durch den Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz, Robotik und Cloud Computing selbstverbessernde Prozesse in der Lagerumgebung zu implementieren. Mehr in den Notes. Ohne Moos nix los. Die Investitionen in die Robotik gehen zurück. Im April diesen Jahres investierten Fonds, Family Offices und Investoren 466 Millionen Dollar. Das ist das Ergebnis aus 36 Finanzierungsrunden. Die Zahl der Investitionen im April lag hinter den letzten Monaten zurück und war die geringste Summe seit November 23. Die Investitionssumme im April 24 lag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 12 Monate von 1,1 Milliarden Dollar. Aber es gibt auch gute Daten. Der weltweite Markt für kollaborative Roboter hat im Jahr 23 die Umsatzmarke von einer Milliarde Dollar überschritten. Aber der Markt erholt sich nur langsam nach der Pandemie. Das schreiben die Analysten von Interact Analysis. Sie prognostizieren, dass der globale Markt für Cobots im Jahr 2024 einen Anstieg der Auslieferungen um 22% verzeichnen wird und erwarten bis 28 jedes Jahr ein ähnliches Wachstum von mehr als 20%. Link zu den News gibt es in den Show Notes und die Japaner investieren. Mitsubishi führt Serie B Investitionsrunde in Realtime Robotics an. Mitsubishi beteiligte sich auch an der Serie A Runde und wird einen hochrangigen Vertreter in den Verwaltungsrat von Realtime entsenden. Die Mittel werden für die Weiterentwicklung und Skalierbarkeit der Lösungen von Realtime verwendet. Es gibt ein neues Patent für den AMR Markt sonair hat offiziell seinen neuen 3d-ultraschallsensor für autonome mobile roboter und fahrerlose transportsysteme vorgestellt. die patentierte technologie nutzt ultraschallsensoren anstelle von licht oder lasern zur hinderniserkennung. wir sind gespannt auf die ersten use cases. die logistikoffensive aus dem ruhrgebiet. Die United Robotics Group hat kürzlich auf der VivaTech-Messe in Paris die Einführung ihrer U-Link-Serie von Service-Robotern für den Einzelhandel, die Lagerlogistik und die Fertigung angekündigt. U-Link sei ein umfassendes, modulares Robotikangebot, das mit IDE, SDK und Flottenmanagement-Tools für eine einfache Integration in bestehende IT-Systeme ausgestattet ist, heißt es. Die modulare Plattform ermöglicht es dem Roboter, auf die vielfältigen logistischen Herausforderungen im Einzelhandel und in der Lagerabwicklung zu reagieren, die je nach Branche, Größe des Standorts und Automatisierungsbedarf naturgemäß unterschiedlich sind. Wir drücken die Daumen. Wir fliegen nach Kanada. Sanctuary AI hat mit der neuesten Version seines Universalroboters der siebten Generation, Phoenix, einen erstaunlichen Durchbruch erzielt, schreiben die Ingenieure. Dieser Roboter und sein KI-Steuerungssystem Carbon wurden sowohl in Bezug auf die Hardware als auch auf die Software erheblich verbessert, wodurch sie der menschlichen Intelligenz noch näher kommen als je zuvor. Heißt es, Sanctuary entwickelt bereits seit einigen Jahren einen humanoiden Allzweckroboter. Sie haben sich darauf konzentriert, den Oberkörper so zu trainieren, dass er verschiedene Aufgaben wie das Etikettieren von Kartons, das Einpacken von Lebensmitteln, das Bewegen von Paketen, das Scannen von Produkten und das Löten ausführen kann. Das klingt schon sehr optimistisch. Macht euch selber ein Bild. Roboter arbeiten im Krankenhaus. Professor Nassir Nawab von der Technischen Universität München setzt robotische Ultraschallsysteme ein, die Routineuntersuchungen autonom übernehmen und Ärztinnen und Ärzte im OP unterstützen. Seine Forschung zeigt, die Systeme können Medizinerinnen und Mediziner im Alltag sinnvoll entlasten. Bevor sich die Roboterarme mit den Ultraschallköpfen in Bewegung setzen, sind Professor Nawab vertrauensbildende Maßnahmen wichtig. Ich verweise auf unsere Folge 71. Da geht es auch um Roboter im Krankenhaus. Und das war es wieder. Guten Wochenstart und Tschüss. Robotik in der Industrie: Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.